Hallo aus dem Tier in Gießen, das ist Brauni. Viele von euch, die uns regelmäßig folgen, werden ihn natürlich schon kennen, denn Brauni ist mittlerweile schon 9 Jahre bei uns im Tierheim. Er hat jetzt im Januar seinen 10. Geburtstag gefeiert. Er kommt ursprünglich aus Rumänien, wurde dort von Tierschützern irgendwie aufgenommen, nach Deutschland vermittelt und lebte in einer Stadt, womit er gar nicht zurechtkam, weil er mit so vielen Außenreizen richtige Probleme hat. Es hat sich herausgestellt, dass er ein Deprivationssyndrom hat. Weil er wohl ziemlich reizarm aufgewachsen ist, kann er viele Reize nicht so gut und so schnell verarbeiten. Deshalb wollten wir für ihn ja auch immer ein ländliches Zuhause haben. Aber mittlerweile wissen wir, dass er bei uns im Tierheim am besten aufgehoben ist. Er fühlt sich hier sehr wohl und soll auch hier den Rest seines Lebens bleiben. Er hat intensive Betreuung durch seine Hundebegleiter und wir müssen sagen, er hat unfassbar viel schon gelernt. Heute schließt der fremde Menschen viel schneller ins Herz wie früher. Also wenn wir neue Hundebegleiter haben, ist das alles kein Thema. Die können nach kürzester Zeit, können die schon mit ihm rausgehen. Er ist auch soweit hundeverträglich, läuft auch teilweise in der Gruppe und mit ihm werden ausgedehnte Spaziergänge übernommen. Er hat hier mehrere Möglichkeiten. Zum einen hat er ein Zimmer in der Küche, wo er da mitgucken kann, wenn gekocht wird und wenn die Leute in der Küche arbeiten. Und er hat zusätzlich noch ein weiteres Zimmer mit Auslauf, wo er dann die Nacht verbringt, wo er sich dann zum Beispiel im Auslauf lösen kann. Also insgesamt ein sehr gut versorgter Hund. Er braucht auch besonderes Futter, weil er Allergien hat. Und diese Hunde, die hier so dauerhaft bei uns im Tierheim bleiben, kosten uns wirklich sehr viel Geld. Es gibt wieder eine Neuberechnung vom Deutschen Tierschutzbund, dass uns ein Hund pro Tag über 20 Euro kostet. Und das kann man ja hochrechnen. Das sind mehr als 600 Euro, die wir für jedes Tier hier aufbringen müssen, was auch dauerhaft hier bleibt. Deshalb brauchen wir unbedingt noch eure Hilfe mit Patenschaften, zumal es ja auch so ist, dass die Tierarztkosten insgesamt gestiegen sind und es so immer teurer wird. Wir suchen also weitere Paten für Brownie, für Jamie, für Frodo, für Luna, für Baloo. Wir haben also eine ganze Reihe von Hunden, die das Tierheim hier nicht verlassen werden und würden euch bitten, wenn ihr uns da nochmal unterstützt und dieses Video teilt, exemplarisch mit Brownie, dass wir auf der Patensuche sind für unsere Vierbeiner. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Vielen Dank. Tschüss.